Hallo Ferkelwämser, Teletubby, Zurückwinker und Ödland-Mitbewohner, da sind wir wieder. Ich möchte euch was zeigen für eure Camps, was ihr vielleicht gebrauchen könntet. Das brauchen wir. Wir haben jetzt hier einmal ein Poster an der Wand mit dem Licht. Wir haben hier zwei von den modernen Regalen, zwei Teppiche hier und diese beiden Waffenständer. Waffenanzeigen. Entschuldigung. Wenn wir jetzt ins Baumenü gehen, nehme ich einmal jetzt diese Waffenanzeige und versuche sie mittig dahin zu kriegen. Bisschen höher. So, zack. So, jetzt könnte ich eben drei Stück hintereinander machen. Also drei Stück untereinander. Aber wir machen jetzt mal nur dies eins. So, Poster wird jetzt aktiviert. Ich gehe jetzt zuweisen. Ich nehme den Schneckenschreck. So, er ist jetzt mittig. Ich aktiviere das Poster. Ist dann auch schön erleuchtet. So. Jetzt gehen wir wieder ins Baumenü. Oder wir können eben zwei von denen nehmen. So, jetzt nehme ich diesen Teppich. Mal nach hier hin. Und stelle jetzt das Regal. Zack, einmal da ordentlich drauf. Müssen ein bisschen drüber sein. So, jetzt kann ich das hier nehmen. Und wie ihr seht, okay, ich habe jetzt ein bisschen Abstand, kann ich die Waffe jetzt also bildlich zeigen. Aber damit er nicht so hässlich aussieht, dass die damit es aber nicht so hässlich aussieht, dann wegen, weil die Anzeige da drüber ist, können wir das auch dann eben, mache ich das dann meistens bei den großen Waffen. So. Und so, wie ihr seht, ich habe jetzt das. Ich kann auch ein bisschen weiter nach hinten hin, dann habe ich nachher das die Anzeige von der Waffe ein weiter sichtbar. Aber ich wollte es so hinhaben, hinstellen, dass ich eben mehr die Waffe sehe. So, damit ich mehr die Waffe sehe und nicht dahinter. Es ist eine knifflige Sache von. Sie wissen das jetzt nicht mehr. Okay, wir machen es mal wegen schnell, machen wir es mal so. Das gleiche hier jetzt auch. Du kommst da drauf. Teppich anvisieren. Okay, ich habe es jetzt ein bisschen schnell gemacht. So, wir haben jetzt unsere Waffe da drin. Können Sie sehen, haben sogar eine Beleuchtung dafür, für die Waffe. Oder wir können eben ein kleines, dann sehen wir aber nachher den Posterrand hinten drum. So, ich habe es schnell gemacht. Entschuldigung. So, und jetzt sehen wir die Waffe mit einem weißen, sauberen Hintergrund. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, was ich gemeint habe. Wie gesagt, wir können drei Waffen untereinander. Oder eben, wir nehmen ein Regal und die kleinen können wir eben drei Pistolen untereinander machen. Dann haben wir einen schönen Eyecatcher. Nun möchte ich euch was Ungewöhnliches zeigen, was mir letztens in einem öffentlichen Team passiert ist. Der Teamleiter sprach in Englisch. Wir sollten zu ihm kommen und ihm helfen. Okay, dann habe ich gedacht, geh da mal hin. Und das, was ihr jetzt seht, ist passiert, ohne dass eine Stunde vorher eine Atombombe gezündet wurde, eine Nuke gezündet wurde.
Es war auch nichts Verstrahltes in der Umgebung. That used literally every bit of ammo I had. Now I'm stuck with melee for a while. Oh god. Ja, das war wohl ein bisschen komisch und ich wusste auch nicht so recht. Das sollte doch erst irgendwann demnächst kommen. Doch ich möchte euch was anderes zeigen. Im Ödland gibt es ja viele Bahnstrecken, Bahnlinien. Ups, vorsichtig. Und da ist dann ab und zu auch mal ein Zug, der liegen geblieben ist. Oh, tja, das ist vielversprechend. Wir scheinen was gefunden zu haben. Hey, du willst mir ein bisschen den Tag versüßen, was? Sieh mir in die Augen, Kleines. Nein, deswegen nicht. Also, das ist jetzt hier ein Zugabteil, der ein bisschen stehen geblieben ist. Und darin habe ich es mir heimisch gemacht. Die Aufgabe dieser Einheit ist die Verbreitung der Macht des Proletariats. Ja, wie ihr seht, das ist nicht der Zug, der stehen liegen geblieben ist. Das ist der aus dem Atomshop. Aber da habe ich mir gesagt, setz den mal hier auf die Bahnschienen. Ali, melken oder treten? Treten natürlich wieder. Bin ja auch nichts anderes von dir gewohnt. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Welcome! Okay, dann wollen wir mal sehen, dass wir willkommen sind. Was hast du denn in dem Regal zu suchen? So, eigentlich sollte der Pilz aus sein und in dem Blumen stehen. Wenn ich dich sehe, hier ist der Schreibtisch. Ich glaube, der Schreibtisch ist auch mit Computer. Diese Einheit wird erst ruhen, wenn das Blut der Arbeiterpartei durch die Adern des Landes strömt. Und hier hinten ist dann das Schlafabteil. Kann einmal hier durch reingehen oder durch die Seite ein bisschen getrennt. Da noch alte Erinnerungen. Als das Leben noch lebenswert war im Ödland, nicht so wie zur Zeit.
das Freiheitsideal dieses Landes ist imperialistisch. Für jedes Bett gibt es einen Spind. Für die Klamotten wegpacken. Draußen ist es viel zu nass. Natürlich auch ein Safe. Hier geht's runter zu der Dusche. Dies ist dann der zweite Waggon. Das Waschbecken habe ich extra für euch sauber gemacht. Ja, das ist ein Außenbereich mit der Badewanne. Hier, das Schönste an dem Apparat, wisst ihr ja, dem Munitionsumwandler. Er dreht sich schön und braucht viele Klicks. Also. Ich glaube, mit so vielen Klicks wie der gebraucht zum Umwandeln, der wäre bei Instagram und so. Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Rats. Hier ist dann jetzt der Bereich, in dem ich kochen kann. Kommt euch halt auch so vor, als wenn die Wanduhr da mir hier ein bisschen zulächelt. Hier brauchen wir uns den Alkohol. Hier gibt es die richtige Munition. Dauert nicht so lange wie der da hinten. Guten Abend. Und hier ist Verkaufsautomate. Der neue von Skull & Joe Verkaufsautomat. Die Muffins und die Donuts da oben, die gibt er aber nicht raus. Hier nebenan ist dann eben der Werkbereich. Es ist alles da. Auch ein paar Trophäen. Laborbank. Waffenwerkbank. Händler. Hallo. Nämlich die Rüstungswerkbank. Bastelwerkstatt. Waffen und Kugeln. Powerrüstung. Na, jetzt wo so viele Leute zurück sind, wollen sie sich alle an Orten wie Foundation niederlassen. Frage mich, was das ist. Oder Crater. Sollten wir definitiv untersuchen. Hier die Todeskralle. Und der Typ. Der Power Armor. Bisschen zur Abschreckung. Wir sind das Kollektiv. Wir sind die Partei. Wir sind eins. Die Zeit ist reif. Für ja, dass du die das Schnauze hältst. Proletariat. Ist da draußen Leben?
außer uns. Wir werden es irgendwann wissen. Ja, bei diesem alten Auflieger, da machen wir dann ein bisschen abends Musik. Hier gibt es auch einen Humpen Bier. Zigaretten wird geraucht, Humpen Bier, bisschen Musik. Manchmal denke ich mir, ich bin in schwelenden Trümmern aufgewacht. Dieses Camp wächst unter der roten Sonne. Mit der Zeit ist mir diese fremde Person gar nicht mehr so fremd. Ich glaube nicht an Glück oder Schicksal. Jetzt wird's gegessen. Ich weiß, dass ich nichts anders gemacht hätte. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Ich nur an deine Kopfschmerzen. Reichtum ist die gierige Maske des Faschismus. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Der Sinner macht dann auch gerade schön Musik. Viel Spaß. Guten Loot. Keine Bugs. Und viele Score-Punkte, damit ihr die Season 1 auch alles schafft. Ihr mich auch. Bis zum nächsten Mal.